Bereits am Sonntagabend sind die ersten 138 Flüchtlinge in Feldkirchen angekommen. Seit Freitag hatten Bundeswehr, Rotes Kreuz und THW an dem Warteraum gearbeitet. Innerhalb von 3 Tagen ist nun auf dem Gelände der Gäubodenkaserne ein Zeltlager für bis zu 5000 Flüchtlinge entstanden. Ein Warteraum soll dazu dienen, die grenznahen Anlaufstellen zu entlasten. Und Sie können sich vorstellen, dass, wenn man 72 Stunden Zeit hat, so etwas zu tun, dass das schon eine logistische und technische Meisterleistung ist in diesem Zusammenhang. Im südwestlichen Teil des Kasernengeländes stehen derzeit 300 Zelte für rund 2000 Flüchtlinge. Die beiden Sporthallen wurden zu Verpflegungseinrichtungen umgebaut. Wir haben ja 2 Phasen, einmal den Aufbau und einmal den Betrieb. Und wir vom Deutschen Roten Kreuz, vom Bundesverband, wir sind dann quasi ab Beendigung, Aufbau für den Betrieb dieser Warteräume zuständig. Das Schwierigste war sicherlich die logistische Meisterleistung, alles Material auf den Punkt in den Warteräumen zu haben. Und natürlich auch, wir reden hier über 300 Zelte, die auch innerhalb von 72 Stunden aufzubauen und entsprechend auszurüsten. Also da absolutes Kompliment an alle beteiligten Helfer und Einsatzkräfte und Soldaten. Auch die Bürgermeisterin von Feldkirchen, Barbara Unger, weiß das außerordentliche Engagement der Helfer zu schätzen. Es ist unglaublich, was die Bundeswehr in Zusammenarbeit mit dem THW und Deutschen Roten Kreuz da drüben geleistet hat. Es haben so viele Soldaten mitgeholfen, die Zelte aufzustellen, die Zäune zu ziehen, weil das Kasernengelände ist auch abgetrennt worden von dem Wartebereich. Und das Deutsche Rote Kreuz hat auch sehr viele Helfer da, auch kanadisches Rotes Kreuz und norwegisches Rotes Kreuz, ist eine Freiwilligentruppe da, die mitgeholfen haben, die Zelte aufzubauen. Bei dem Zeltlager handelt es sich lediglich um ein Übergangslager. Die Flüchtlinge sollen hier maximal 3 Tage lang Unterschlupf finden. Ich denke, dieses Handeln war erforderlich, weil man sieht an den Grenzen, dass die Menschen in Strömen ja zu uns kommen. Es geht um Menschen, es geht um Flüchtlinge, die Schutz suchen und die einfach eine Unterkunft brauchen, die ein Bett brauchen, die ein Dach über dem Kopf brauchen. Und die möchte man natürlich auch von den Grenzen wegbringen. Nach maximal 3 Tagen werden sie auf die zuständigen Bundesländer in Erstaufnahmeeinrichtungen verteilt. Laut Barbara Unger werden täglich bis zu 100 Flüchtlinge in Feldkirchen erwartet. Derzeit wird mit Hochdruck am 2. Bauabschnitt gearbeitet, einer winterfesten Bleibe für die Flüchtlinge. Es wird ja dann die nächsten 2-3 Wochen ein winterfestes Containerdorf aufgebaut, also das dann auch winterfest betrieben werden kann mit Heizung und Strom. Und jetzt ist ja bloß eine Notunterkunft momentan, für die nächsten 14 Tage. Der Warteraum in Feldkirchen soll so lange aufrechterhalten werden, solange die Flüchtlingswelle in Deutschland anhält. Ähnliche Zeltlager sollen nun auch bundesweit entstehen.